Hey Michi. Hey Enrico. Hallo, herzlich willkommen zu Supergain TV, einer neuen Folge und heute Back to the Roots. Ja, heute geht es wirklich darum, mit einer Gitarre, einem Amp und Verzerrern den amtlichen Blues-Sound einzustellen. Ja, und zwar richtig analog wie in alten Zeiten, also Pedale, ja. Es ist kein Camper im Einsatz, nichts, was irgendwie digital wäre. Deswegen rauscht es ein klein wenig im Hintergrund, weil da mein Fender Supersonic läuft. Das ist unsere Plattform, das ist unser Amp, den wir heute haben, denn wir haben uns gedacht, die meisten von euch werden wahrscheinlich ein Amp haben, ein Zweikanaler wahrscheinlich, bestenfalls sogar ein Röhrenamp, so wie das der Fender hier ist. Und dann hat man also entweder clean und angezerrt oder clean und Lead Sound, aber es fehlt in beiden Fällen, für einen Dreikanaler fehlt eigentlich immer etwas. Und heute haben wir uns entschieden, dass wir mit so Bodentretern einen souligen, bluesigen Sound kreieren wollen. Das heißt, der Amp ist clean eingestellt und hat vielleicht einen Lead-Kanal, aber für das zwischendrin, nämlich eben der angezerrte Sound, wollen wir das heute mit den Pedalen uns anschauen, wie wir den Sound machen, wie überhaupt die Signalkette ist, was wir machen können an der Gitarre, am Amp und dann letztlich auch eben an den Bodentretern. Und ja, Michi, wie würden wir denn anfangen? Also ich würde mir sagen, dass natürlich sehr maßgeblich auch die Gitarre ist und der Amp erstmal. Das heißt, wir fangen erstmal an, dass das schon mal gut klingt. Und da schauen wir auch, dass wir wirklich alle Regler erstmal benutzen können, die es hier gibt. Nämlich erstmal den Amp. Ich drehe mal die Gitarre jetzt komplett auf und spiele mal den vorderen Pickup. Wir haben das jetzt hier Humbucker. Und wir werden auch testen, im Vergleich dazu eine Strat mit Single Coils und auch einen Steghumbucker, ja, was dann da vielleicht anders ist. Sollen wir mal mit den Humbuckern starten? Ja, genau. Lass doch mal hören, wie der cleane Sound jetzt eingestellt ist. Wir haben jetzt hier, ich würde sagen, wir stellen alles auf Mitte. Ja. So, also jetzt sind wir eigentlich relativ neutral. Genau. Ich habe nämlich vorher vorauseilend schon mal ein bisschen was probiert. Mhm. Wir haben, nur dass wir das auch nochmal erwähnen, den Hall, den ihr hört, den haben wir praktisch nachträglich ein bisschen reingetan, damit es nicht ganz so elend trocken auch für euch zum Anhören ist. Aber hier läuft kein Hall, das ist wirklich der trockene Amp. Okay, dann lass doch mal hören. Ja. Ja. Klingt eigentlich okay, ja? Ich habe vorher beim Probieren ein bisschen die Höhen runtergedreht, aber ist eigentlich okay jetzt, gell? Jetzt finde ich es noch okay. Tatsächlich müssen wir dann schauen, wie das ist, wenn wir die Pedale dann mal im Einsatz haben, ob denn da an der Klangregelung von der Gitarre oder dem Amp man noch ein bisschen anpassen sollte. Vermutlich wird es irgendwo ein Kompromiss werden, damit wirklich beides gut klingt. Das ja. heißt, die Gitarre und der Amp ohne den Verzerrer oder dem Overdrive, sagen wir besser, und dann aber auch die Kombination mit dem Overdrive. Mhm. An der Stelle möchte ich tatsächlich nochmal sagen, weil ich habe das vorher gecheckt ohne den D-Flex, falls ihr euch wundert, was das für ein Teil hier unten ist. Der gute D-Flex, ja. Und es war mir viel zu höhenlastig und deswegen habe ich die Höhen abgedreht. Es ist der D-Flex davor. Aha, plötzlich. Also ich muss leider sagen, der Huvi ist ein Checker. Ja. Das Teil lässt den Amp tatsächlich besser klingen. Nur mal so. Ja, also vor allem für uns, die wir jetzt hier so in direkter Nähe, ist der Klang tatsächlich viel räumlicher. Mhm. Und davor hat es wirklich nach vorne geblasen, direkt ins Mikrofon rein auch, da wo vermeintlich auch dann die Zuhörer dann sein werden, wenn es ein Club-Gig ist, ja, dann sitzen die Zuhörer ja keine 3 Meter, 4 Meter oftmals von dem Amp weg. Uns föhnen die Amps dann irgendwie so die Kniekehle, aber die in der ersten Reihe, die sind froh und dankbar dem Huvi, dass er den D-Flex erfunden hat. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass jetzt plötzlich das Ding einfach runder und wärmer klingt und ich muss nicht die Höhen abdrehen hier. Ja, genau. Genau, also so, jetzt haben wir schon mal einen vernünftigen Sound und ganz wichtig für mich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, klar, in jedem Stück möchte ich vielleicht ein bisschen was anderes machen. Ich drehe jetzt nicht die ganze Zeit am Amp rum, sondern versuche tatsächlich hier auch die Klangregelung an der Gitarre zu benutzen, die Höhenregler und wenn ich jetzt mal sage, okay, das ist jetzt der Hals-Pickup-Sound. Mir stört jetzt wirklich eigentlich tatsächlich nichts. Das ist erstaunlich. Aber ich kann auch das noch ein bisschen runterregeln, wenn ich Lust. Da wird es noch ein bisschen runter, aber
Also man kann auch sagen, das ist auch eine klassische Kombination. Da kann man eigentlich, oder? Ich meine, ein Fender-Amp und eine vernünftige Gitarre mit guten Humbuckern, guten Pickups, ob das ein Single-Coil oder Humbucker ist, egal, aber das ist schon eine Kombination, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen für einen guten Grundsound. Ja. Natürlich ist es so, dass die Kombination mit Pedalen immer sehr individuell ist. Mhm. Das muss nicht unbedingt heißen, dass jeder Amp auch mit jedem Overdrive funktioniert. Ja, das muss man einfach mal ausprobieren. Und ich finde auch den Grundsound jetzt wirklich toll. Und es ist auch so, der Vorteil, sagen wir mal, mit der Klangregelung an der Gitarre zu spielen noch und sich sozusagen da noch zu optimieren, hat den Vorteil, dass man sich nicht ständig umdrehen muss und zum Amp geht und dann vielleicht dort etwas einstellt. Wir spielen immer noch für Publikum, auch wenn wir es fast vergessen haben, wie das war. Aber es kommt nicht so toll, wenn, ja, wenn sich in der Band immer jemand umdreht und dann zum Amp geht und was einstellt. Das sollte eigentlich die Not, der Notfall sein, aber nicht die Regel. Das heißt, prima, wenn es uns gelingt, den Sound tatsächlich von der Gitarre aus so zu steuern, dass man sich nicht immer mit dem Rücken zum Publikum Richtung Amp bewegen muss. Und ansonsten würde ich sagen, probieren wir doch mal aus, wie das ist, wenn man mal einen so einen Teil mal in die Signalkette reintut. Also haben wir eigentlich schon erwähnt, was das für ein Gerät ist. Ich glaube nicht mehr. Das ist der Soul Driven von Exotic Effects. Soul Driven ist, glaube ich, sogar die zweite Auflage. Mhm. Für mich ist zum Beispiel die Frage, okay, wie würde man so ein Ding jetzt vielleicht einstellen zum Starten? Ja? Mhm. Wie machst du das normalerweise? Hast du da irgendwie ja, also, so einen Weg, wie du es machst? Also ja, also grundsätzlich ist es so, dass jetzt diese Overdrive-Pedale alle vor dem Amp kommen. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein, aber das ist, glaube ich, jedem bekannt. Das sind jetzt keine Effekte, die man in einen Eifschleifweg zum Beispiel reintun würde, sondern die kommen vor dem Amp. Und ich würde so anfangen, dass ich sozusagen einen sogenannten Unity Gain finde. Das heißt, einfach ich schleife das Pedal ein in die Signalkette und wenn ich es ein- und ausschalte, darf es nicht lauter und nicht leiser werden. Mhm. Ja, weil ich will jetzt damit jetzt keine Lautstärke erzeugen. Ich will aber auch nicht, dass er mir Lautstärke wegnimmt, die ich dann hier am Verstärker wieder am Amp wieder aufholen muss sozusagen. Sondern ich will erstmal schauen, dass wirklich die Signalkette einen konsistenten Lautstärkefluss hat und dann fange ich erst an, irgendwie an den Sound rumzudrehen. Dann werde ich natürlich, weil wir an der Gain-Struktur arbeiten, werden wir sicherlich wieder an dem Volume was anpassen müssen. Aber dann habe ich es in der Hand, dann hatte ich schon mal die Referenz, wie die Lautstärke ist, wenn nichts passiert sozusagen. Mhm. So, das heißt, spiel doch du mal ein bisschen. Mhm. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir tatsächlich sehen, dass wir die Klangregelung auf neutral stellen und dass wir dann auch sagen, erstmal noch nicht so viel Zerre, mal 9 Uhr zum Beispiel, mal einen Startpunkt und dass wir jetzt diesen Unity Gain, das heißt diese Volume-Struktur erreichen, wo nichts verstärkt oder abgesenkt wird und das ist dann da mal so der Startpunkt. Mhm. Okay? Und ich drehe mal die Höhen jetzt auf bei der Gitarre und dann schauen wir mal, was passiert. Also jetzt sind wir zum Beispiel an einem Volume-Punkt gelangt, an dem ich sage, ist so gut wie gleich. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch der konkrete Fall, wenn ich jetzt von einer Rhythmus-Gitarre in eine angecrunchte Rhythmus-Gitarre will. Da will ich ja nicht unbedingt, dass es lauter oder gar leiser wird, was häufiger der Fall ist sogar, sondern da will ich, dass es wirklich gleich laut bleibt. Das soll so klingen, als wenn eigentlich der Amp ein bisschen übersteuert wird, ein bisschen angecrunched wird, aber es macht halt das Pedal, aber es soll nicht lauter werden. Mhm. Das ist nicht das primäre Ziel jetzt, ja. Das ist was anderes, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Overdrive oder so ein Pedal als Lead-Pedal. Mhm. Wenn wir einen Lead-Sound erreichen wollen, dann ist es natürlich so, dann haben wir einen eine Rhythmus-Lautstärke und wollen ein bisschen Lautstärke natürlich mehr für den Lead-Sound. Ja, das wird auch bei den crunchigen Sound jetzt, den wir einstellen, wenn wir den als Lead-Sound haben wollen, den
den bluesigen Lead-Sound haben, dann wird das sicherlich auch etwas lauter sein als der cleane Rhythmuskanal. So, aber jetzt haben wir mal einen guten Startpunkt und wenn du jetzt mal ein bisschen spielst, schauen wir mal, was es mit dem Sound ist und du nickst mal, wenn du sagst, ja, das findest du jetzt mal okay. Vielleicht müssen wir an der Klangregelung eben noch ein bisschen was basteln. Okay. Hat er einen schönen singenden Sound, ja. Wenn ich, also für mich persönlich, jetzt werde ich mal ausprobieren, ich finde es ein Ticken kratzig jetzt gerade, dass es irgendwo so eine Frequenz hat, die ich gerade nicht so angenehm finde. Okay, ich habe die Mitten ein bisschen geboostet. Aha. Wenn ich die rausnehme, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weicher. Magst du nochmal kurz spielen? Ja, das ist interessant. Interessant ist Sache, dass wir hier so einen Mid-Boost haben, weil was haben wir eigentlich? Wir haben Gain und dann haben wir Tone und Mid-Boost. Ja? Das ist natürlich eigentlich für so einen Blues-Sound total wichtig, dass ich einen mittigen Sound habe, der irgendwie kräftig rauskommt. Ja? Jetzt, wir können es mal umgekehrt machen. Ich gehe mal mit dem Tonregler nach oben und gehe ein bisschen weiter rauf, mal schauen, ob wir wieder ein bisschen so diese Höhen reinbekommen. Hier wäre der jetzt ein bisschen zu dumpf, ein bisschen zu wenig. Wir können aber auch mehr Mitten reinmachen und noch weniger hier oben, mal gucken, was passiert. Fällt mir besser, ja. Aha. Man sieht schon, das Ding hat eigentlich jetzt für mich schon relativ viel Gain, ja? Wenn es jetzt um so einen leicht angezerrten Blues-Sound geht, würde ich vielleicht sogar einen Ticken weniger Gain. Weniger, mal schauen, wie viel Gain der eigentlich hat. Also das ist jetzt eigentlich erst auf 9 Uhr gewesen. Mhm, ja? Also für so einen ganz leichten Crunch. Ja? Ja, Wahnsinn, was da passiert ist. Sollen wir mal die Gain-Struktur ein bisschen checken, was da so alles möglich ist? Auf jeden Fall, ich empfehle ohnehin, also wenn man so ein Pedal bekommt und sich neu damit auseinandersetzt, auch extreme Einstellungen mal auszuprobieren. Ja, dafür sind sie da. Natürlich Obacht geben, vor allem jetzt bei Volume und natürlich auch beim Gain, ja, dass man wirklich nicht überblasen wird oder auch den Verstärker überfährt. Aber bei Ton zum Beispiel empfiehlt es sich schon mal auch die Extremstellungen, Positionen mal einzustellen und mal herauszufinden, was passiert da. Ja? Und da können wir jetzt gerne mal, würde ich jetzt tatsächlich mal schauen, was passiert, wenn man den Gain weiter raufdrehen, wahrscheinlich mit dem Volume ein bisschen weiter runtergehen und dann mal hören, ob das, also wie weit dann die Gain-Struktur reicht. Weil ich finde, ein super Tipp, ein Pedal niemals nach Auge einstellen, sondern immer nach Ohr. Wenn irgendwas nicht gut klingt, ja, dann wirklich alle extremen Einstellungen ausprobieren. So ist es. Genau. Okay. Das ist jetzt voll Gain. Ja. Das ist jetzt voll Gain. Du spielst jetzt aber immer noch mit dem Hals-Pickup. Genau. Was passiert, wenn wir jetzt ein Bridge-Pickup machen? Dann ist wahrscheinlich, hier machen wir gleich mal ein bisschen leiser und schauen wir mal, was dann passiert. Jetzt habe ich eigentlich schon ordentliches Brett. Das ist ein Ticken höhenlastig. Ja. Ich würde jetzt sofort hier... Ich würde tatsächlich mal sowas probieren. Ein
weil ich mag es eigentlich ganz gern, wenn es nicht ganz so höhenreich ist. Aber gefällt mir doch nicht so gut. Aber ihr seht schon, das ist jetzt nicht so easy zu sagen, okay, das ist jetzt der Sound, der dir gefällt. Das ist immer eine Suche natürlich. Aber trotzdem, also es, für mich ist die Kombi aus diesem Ton und diesem Ton ist eigentlich der Weg. Also immer dran denken, dass das ist sehr, sehr effektiv für mich. Ja? Mache ich ganz, ganz viel bei Amps, dass das sehr oft, besonders beim Steg-Pickup ist es oft sehr weit zurück, dass ich oben, gibt es manchmal so ganz spitze Frequenzen, die ich glaube immer noch zu hören. Ja. Aber das wäre jetzt eigentlich eher schon, sagen wir, ein Blues-Rock-Sound. Ja. Ja? Ja, ja, das ist kein... Genau, also da kann man durch... Also wir wollten ja eigentlich den bluesigen, angebrauten Sound haben. Genau. Da waren wir schon eher hier in dem Bereich um 9 Uhr. Ne? Mhm. Und dann das hier und so, das war bei der beim Hals-Pickup so deine Stellung. Ne? Genau, das fand ich echt ganz gut. Genau, jetzt kann man hier vielleicht auch noch mal probieren, was passiert. Wird ja mal ein bisschen ja, fokussierter der Sound. Aber ein wunderbares Teil tut genau das, was es soll auf meinem Pedalboard. Mhm. Aber wir haben Alternativen. Ja. Da können wir jetzt einfach mal probieren. Wir haben eins aus einer schönen, wunderbaren Effektschmiede. Ja. Okko. Mhm. Okko ist Wahnsinn. Okko kannte ich nicht, bis der Günther Grünwald mir sein Okko-Teil vermacht hat. Ah, ja. Eins der allerersten noch. Und richtig noch mit der Hand beschriftet. Mit so richtige Lackbatzen sind da drauf. Da steht dann Okko drauf. Inzwischen ist es, glaube ich, nicht mehr mit der Hand gemacht, weil aus dem Geheimtipp ist schon ein richtiger Effekte-Boutique geworden. Ja, also sehr, sehr weit verbreitet mittlerweile. Ja. Genau. Ja. Und das Teil hier habe ich vom Gregor Hilden empfohlen bekommen. Mhm. Den wir ja auch mal vor kurzem gesehen haben live. Ja. Ein wunderbares Konzert mit einem fantastischen Musiker, der ganz, ganz fest versprochen hat, bei uns mal vorbeizukommen. Wir freuen uns drauf. Leider hat es die Corona-Situation gerade nicht erlaubt, dass wir uns hier auf engem Raum treffen. Gregor ist auch noch nicht voll geimpft gewesen und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns das Ganze dann machen, wenn wir alle safe sind. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Das wäre auf alle Fälle toll, ja. Genau, und er hat mir das empfohlen und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Klar, jetzt schauen wir mal, wie das im Vergleich dazu klingt. Ja, ganz genau. Mach mal wieder das gleiche Spiel. Ich check mal ein bisschen die Gains, also die Lautstärke. Genau. Also lautstärkemäßig passt das wunderbar. Jetzt muss man mal schauen, wie das mit dem Drive ist. Witzigerweise, der Drive ist schon auf 9 Uhr. Mhm. Das heißt, komplett andere Ausgangssituation wie hier. Absolut. Bei 9 Uhr waren wir schon... Da waren wir schon ziemlich fett dabei. Ne? Ja, hier. Magst du nochmal spielen, dann schaue ich mal, was da passiert. Also ganz anders, habe ich das Gefühl. Ja. Hier haben wir auch keinen Mittenregler, sondern da haben wir jetzt wirklich nur Bass und Treble sozusagen, Gain und Volume. Hier steht ja Vintage Amp Distortion. Das heißt, wenn es ein Gerät gibt, das nur Bass und Treble hat, dann ist es natürlich, deutet es auf Fender hin natürlich, weil die Fender Amps, so wie er auch, gibt es nur Bass und Treble und keinen Mittenregler, weil... Die waren ja dafür bekannt, dass sie eigentlich so ein ziemliches Mittenloch haben. Da passiert eigentlich nicht viel in den Mitten. Ganz genau, ganz genau. Und das soll das möglicherweise darstellen, ja? Ja. Was wir jetzt natürlich machen können, ist
einfach zwischen den beiden umzuschalten. Ganz genau. Weil das sind die wunderbaren Möglichkeiten dieser Einheit hier, dieses Loopers. Okay, genau. Spiel doch mal und ich schalte mal zwischen den einen und anderen um. Jetzt sind wir schon in sehr ähnlichem Terrain unterwegs. Obwohl der ist noch ein Ticken mittiger. Ja, er sägt vor allem viel mehr, finde ich jetzt. Ja. Er sägt richtig. Gerade im AB-Vergleich, finde ich, kann man ziemlich genau hören, was ist. Wollen wir das mal testen? Du spielst und ich schalte mal einfach um. Ja, klar. Du schaust nicht hin. Okay, ich mach die Augen zu. Also es ist deutlich wahrnehmbar. Es ist also eigentlich, also, jeder kann das wahrscheinlich. Ich hoffe, dass es rüberkommt. Ja, ja doch, manchmal doch. Ist es ja so, dass man das, wenn man spielt, dann hat, aber das ist einfach sehr mittig, was hier passiert. Ja, ja. Ja. Aber es ist natürlich, die eine Sache ist natürlich immer, wenn ich das ganz alleine jetzt höre, ja, und wenn ich in der Band spiele, kann das natürlich ganz anderen Effekt haben. Auch wenn der Amp natürlich vielleicht dann auch lauter ist und noch mehr arbeitet. Okay, das ist interessant, dass du das übrigens als mittig empfindest. Für mich ist es genau umgekehrt. Also tatsächlich? Für mich ist es so, dass der Oko mittiger ist und der Soul Driven jetzt gerade eher ein bisschen sägt oben. Das heißt, das ist, sind es eher die Höhen für dich oder ist es eher so obere Mitten dann? Ja, also das ist auf jeden Fall obere Mitten, hier untere Mitten. Also hier höre ich untenrum was. Ich habe auch... es ist auch weniger Zerre. Wir können ein bisschen mehr Zerre bei dem Oko machen und mal gucken, was dann passiert. Ja. Bist du so nett? Klar, der Oko ist eigentlich untenrum voller. Ja. Der andere, ich meine, da gibt ja Leute, die können diese Frequenzen sogar hören. Die können das irgendwie zuordnen, was das für ein Frequenzspektrum ist. Ja. Und, aber es stimmt, ja, der hat irgendwie so eine... Ja, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, jetzt, wenn ich jetzt direkt vom Amp sitzen würde, dann würde ich den bevorzugen. Ja. Aber, Es ist nicht interessant, dass wir, als wir nur den Soul Driven gehört haben, gedacht haben, oh geil, das ist es, ja. Also, und jetzt fängt man schon an zu zweifeln. Ja. Jetzt ist es schon so, dass man sagt, oh, ist es, welcher wäre es denn jetzt eigentlich? Ja? Und beide haben was. Aber jetzt geht es in eine noch mittigere Richtung, so wie ich es einschätze. Ja? Also das ist eigentlich mein Lieblingsteil. Das ist auch wieder von Exotic Effects. Ja? Das ist ein Klassiker, der BB Preamp. Und Andy Timmons benutzt den hier oder hat es gibt ein schönes Demo, wo er das Teil hier benutzt und klasse Sounds damit erzeugen kann und auch so toll gespielt hat, dass ich mir das gekauft habe. Ich dachte, wenn ich das habe, dann kann ich auch so wie Andy Timmons spielen. Das kannst du doch schon längst. Nee, kann ich nicht und es hat auch nichts geholfen. Ganz ehrlich. Nee. Toller Gitarrist. Ja. Wahnsinniger Sound. Unglaublich. Wahnsinniger Sound. Ja, ist wirklich. Alles Boogie. Mhm. Lone Star. Alles Boogie, ja, genau. Und Ibanez. Mhm. Seine Ibanez Strat. Und dieses Teil hier. Mhm. In der Kombination wirklich ganz, ganz schön. Ja. Da sind wir nicht weit weg, weil Boogie und Fender sind nicht so weit weg, wie man meinen möchte. Und deswegen probieren wir das jetzt mal. Ja. Ja. Thank you.
Interessant. Also, der sticht total raus. Ja, das total. Ist richtig so ein ja, andere Klangfarbe. Ganz andere Klangfarbe. Und also es hat seinen Grund, warum das mein Lieblingsteil ist und auch schon so Abnutzungsspuren hat. Das taugt mir einfach, wie das ja. da klingt. Das klingt einfach gut. Machen wir ganz kurz Steak-Pickup. Mhm. Der Vergleich würde mich noch mal interessieren zwischen den beiden hier. Gerne. Der tatsächlich hat viel mehr Höhen eigentlich irgendwie, oder? Der. Ja, es ist interessant, dass es auch, dass die Unterschiede deutlicher zutage treten, je nachdem, in was für einer Lage du spielst. Ja. Ja. Spiel doch mal jetzt mal in der oberen Lage, bitte. Klar, also sie, das Schöne ist, sie unterscheiden sich alle drei, ganz offensichtlich. Ja. Ist es nicht so, dass man sagt, ah, nimm irgendeinen, dann passt es. Wenn man ins Detail geht, dann offenbaren sich schon Unterschiede, aber es ist natürlich Geschmackssache. Ganz klar. Eine schwierige Sache ist immer die, über die natürlich auch immer wieder diskutiert wird, wenn man so Tests macht, dann wie verändere ich mein Spiel, wenn ich diesen Sound höre? Das heißt, das hat natürlich auch immer ein bisschen, ja, ich spiele auch ein bisschen anders vielleicht, wenn ich das höre. Ja, aber wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt gerade hier so umschalte, während du jetzt mal so im Lauf bist, dann glaube ich, sind wir relativ nah dran, dass du jetzt nicht sofort reagierst. Aber ich würde sagen, also mein Favorite ist tatsächlich er hier, der Preamp. Ja. Das war er schon immer, mit dem Kompressor noch vorne dran oder dahinter, je nach Geschmack. Mhm. Und er ist mittiger, finde ich, als die anderen. Und das prädestiniert ihn tatsächlich auch dafür, vielleicht mal vor einem leicht angezerrten Kanal. Mhm. Ja? Während er hier, der jetzt nicht so mittig darüber kommt, wie jetzt im Vergleich zu den anderen, selbst wenn der der Einzige ist, der so einen Mitboost hat, aber insgesamt finde ich, dass er nicht so mittig ist wie die anderen. Mhm. Der, glaube ich, macht sich besser, wenn er alleine ist. Mhm. Und nicht jetzt vor einem verzerrten Amp oder so. Also ich glaube, die kann man mehr so als auch als Booster sozusagen hernehmen und die einen eigenen Sound haben. Also nicht der klassische Booster, der jetzt einfach mal irgendwie mal 10 oder 12 dB mal mehr reinpustet, sondern hier geht es wirklich darum, dass man in Kombination mit einem Crunch-Kanal dann vielleicht etwas wie so einen Lead-Sound bekommt oder eine Kombination aus beiden. Alles ist erlaubt, was einem gefällt und was Spaß macht. Aber ich denke, dass der dafür besser geeignet wäre als der hier. Der ist so für mich so der Einzelkämpfer auf dem Brett. Ist ein markanterer Sound irgendwie, ein bisschen, ja, ein bisschen spezieller. Mhm. Und die anderen, ja, also den würde ich als erstes sozusagen so einordnen in einen, der wirklich, ja, also da fällt mir nichts auf, was mich stört. Mhm. Hier gibt es immer so Dinge, wo ich spiele, dann denke ich mir so, ja, also irgendwas ist nicht genau so, da müsste ich, ja. Das ist nicht witzig, dass das auch das älteste ist von allen dreien. Also das ist nicht so, dass jetzt irgendwie das neueste automatisch irgendwie viel besser ist als das alte. Ja, das ist wirklich das ältere von den allen. Und witzigerweise, also ihn hier würde ich zum Beispiel, sagen wir mal, im klassischen, also ich könnte jetzt auch ein bisschen spielen, wenn ich hier... Unbedingt, wir müssen jetzt mal eigentlich die ganzen Dinger nochmal testen mit der Strat. Ja, genau. Das reagiert mit den Zwischenstellungen jetzt anders, ja? Also wir haben jetzt den hier. Und da merken wir schon... Au, das kratzt schon ganz schön jetzt hier, ne? Das heißt, jetzt müssen wir vielleicht erstmal an den Amp gehen und nochmal kurz schauen, okay, wie müssen wir den Amp einstellen? Ja... Also da müssen wir, glaube ich, hier mal. Bist du so nett und. Ja,
was ich dann wirklich versuche, ist mir wirklich auch hier die Extremstellungen zu machen, mhm, auszuloten und dann irgendwo sich einzupegeln. Ja, da habe ich mal ein interessantes Video gesehen von dem Matt Schofield. Ja. Das hast du auch gesehen, weil der dreht also einfach so rum, dass er, und irgendwann findet er den, wo irgendwie am meisten passiert. Ja, das ist interessant. Mhm. Ja, also ich habe jetzt hier wirklich die Höhen massiv runtergedreht auf 2, mhm, und die Bässe sind jetzt ungefähr auf 7. Ja. Es soll ja auch so sein. Mhm. Das heißt, die Strat muss natürlich auch ihre Qualitäten ausspielen können. Ja. Okay. Ja, dann können wir mal... Sollen wir mit denen nochmal starten? Können wir mit denen nochmal starten und wir können auch rückwärts. Ja. Wir gehen mal rückwärts. Sollen wir wegen der Streitärzte Zwischenposition einmal checken, hier so? Ah, ich würde vielleicht sogar den mit dem ersten Pickup starten, genau. Ah ja, okay. Mhm, ja, gut. Das ist so, mhm, also, weiß nicht genau, das ist sogar mein Favorit, wenn es um Crunch-Sounds geht. Unbedingt. Ist der erste, vordere irgendwie schon mal was. Das stimmt. Ja. Genau, okay. Dir? Ja. Das ist sehr dynamisch. Mhm. Muss mal hören, wie unterschiedlich der Sound reagiert auf die Anschlagsstärke. Mhm. Also jetzt mal stark angeschlagen, mhm, und dann immer weniger. Wird immer weicher, wenn man... Ja, das finde ich sehr angenehm. Das kommt schon sehr an einen guten Amp ran. Ne? Mhm. Interessant, dann vergleichen wir mal mit dem nächsten. Ne? Ja. So ein Sound fällt mir, der ist total gut. Mhm. Als Zuhörer finde ich den jetzt zum Beispiel, mhm, also für so einen Rhythmus-Sound, mhm, cool. Da gehen wir jetzt die Mitten ab, ne? Okay. Hier. Also es hat beides was. Im Bandkontext würde ich
wieder den nehmen, weil der sich besser durchsetzen würde. Und ich muss dann auch nicht so laut machen, weil das ist ja immer eine Frage, wenn ich mich gut durchsetzen kann und man mich gut hören kann, dann muss ich auch nicht laut machen. Ja? Wenn ich einen Sound habe, der keine Mitten hat, dann muss ich ihn so laut machen, dass es dann irgendwann mal sehr unangenehm wird für alle. Ja? Das hat schon seinen Grund auch, warum grundsätzlich einfach die Gitarre ein mittenbetontes Instrument ist. Ja? Wenn man daraus etwas anderes machen will, kommt man entweder dann dem Keyboarder in die Quere und oder dem Bassisten, und das wird einfach schwierig. Ja. Wenn man in dem Frequenzspektrum bleibt, das für die Gitarre eigentlich so im Bandkontext vorgesehen ist, dann hört man sich gut und muss nicht überwiegend laut spielen. Das macht der jetzt hier ganz gut. Jetzt probieren wir mal den Soul Driven, wie der jetzt so. Was sagst du? Ich bleib bei meinem Liebling. Ist einfach so. Das ist ja, also ich fand das auch interessant. Ganz guten Sound eigentlich. So. Aber ja. Ist natürlich die Frage wieder, vor einem anderen Amp sieht die Sache wahrscheinlich wieder anders aus. Wenn ich jetzt einen Vox AC30 habe oder so, dann reagieren die Dinge auch wieder anders. Wie ist das eigentlich bei dir? Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch schon seit ich Verzerrer besitze, dass die am besten klingen, wenn sie einen Ticken lauter sind als der Amp. Das ist so mein... Aber das liegt auch, glaube ich, daran, wie wir überhaupt Musik oder Klänge hören. Das ist immer, wenn es lauter ist, klingt es besser. Ja? Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel... Darf ich mal kurz? Ich nehme jetzt mal den Kollegen da und jetzt schauen wir kurz nochmal, wie die... Glaubst du, das klingt einfach nur lauter? Das ist natürlich... Oder besser? Also besser oder schlechter würde ich nicht sagen, weil das sind unterschiedliche Sounds. Also wenn, dann müsste man die gleichen Sounds einmal lauter und einmal leiser hören. Und tatsächlich hast du etwas angesprochen, das eine Eigenart unseres Gehörs ist auch. Deswegen muss man wahnsinnig aufpassen, dass man möglichst gleiche Pegel hat. Also wenn wir Musik mischen oder mastern oder was, ja, dann müssen wir schauen, dass wir die Vergleiche, die wir anstellen, die Hörvergleiche, auf dem gleichen Lautstärkeniveau sich abspielen, ja, die gleichen Pegel. Weil sonst ist es so, dass wir immer das Gefühl haben, dass das, was lauter ist, erstmal besser klingt. Ja, und dann beurteilen wir gar nicht mehr so sehr den Grad der Kompression, ja, sondern dann denken wir, oh, das gefällt mir besser. Und erst viel später stellen wir fest, oh weia, das ist überkomprimiert oder das ist, genau. Also deswegen auch mein Workaround, erstmal zu gucken, passt das alles mit den Volumes, ja, dass wir auch keine Fehler machen, dass wir nicht sagen, oh, hier ganz leise, dafür da ganz laut, weil dann machen wir eigentlich was ganz Schlimmes. Wir nehmen hier Pegel weg und holen den dann wieder auf mit etwas anderem, mit einem anderen Gerät, was uns viel mehr Rauschen dann auch wieder einbringt, ja, weil auf einmal muss ein Gerät einen niedrigen Pegel wieder hochbringen. Also das macht durchaus Sinn, dass man erstmal guckt, wie sind die Pegel, und dann anfängt an den Sound zu basteln. Vorausgesetzt eben, es sind Geräte, bei denen das Sinn macht, wie zum Beispiel Verzerrer, Overdrives, Kompressoren, ja, dass man schaut, dass das, was reinkommt, auch rausgeht.
Über die Kompressoren werden wir auch eine extra Folge machen. Da werden wir das auch nochmal genau durchleuchten, wie das mit den Pegeln ist und was es bedeutet, wenn man etwas komprimiert, dass es leiser wird, dass man das auch wieder anheben muss, damit man auch wieder den gleichen Pegel hat, was vorne reinkommt, hinten auch wieder rausgeht. Aber in meinem Setup ist es so, dass ich eben einen cleanen Sound habe, der hat eine bestimmte Lautstärke. Ich habe einen crunchy Sound, der hat eine bestimmte Lautstärke und ich habe einen Lead Sound. Also ich versuche, dass sich dann alles möglichst in diesen drei Ebenen dann auch bewegt von der Lautstärke. Genau. Sehr gut. Ja. Ich hab was mitnehmen können, was die Einstellung von Verzerrern angeht und einen guten Blues-Sound. Natürlich viel Geschmackssache. Absolut. Und auch diese Geräte sind alle gekauft. Das sollte man noch dazugeben, so der Disclaimer. Alles, was ihr da seht, ist auf meinem Board drauf und habe ich lange gekauft, bevor Frau Merkel Bundeskanzlerin wurde, glaube ich. Und das ist eine gefühlte Ewigkeit. Ja, das stimmt. Gut. Ja, Metzler, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht abonnieren noch, wenn euch das gefallen hat. Und die Glocke, dann kriegt ihr immer Bescheid. Dann haben wir noch andere Plattformen, wie zum Beispiel Patreon. Genau, wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Da gibt es immer wieder Zusatzmaterialien. Dann gute Zeit, bis zum nächsten Freitag. Bis dann.